Zum Boot. Weißt du, ein arroganter Mann hat mir einmal gesagt, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, nur dass sie einen prägt. Ich schätze, er hat recht. Ich hatte schon lange keine Vertrauen mehr. Würde mir der Gott der wenigen Worte gelegentlich sein Ohr leihen? Solange ich gebraucht werde. Freya, können wir auf deine Geschichte von Rindfur zurückkommen? Er sollte eine Audienz bei ihm bekommen, wenn er die Mauer von Asgard rechtzeitig erbaut. Ja, und er baute sie tatsächlich. Also ging ich, zur Sicherheit mit einem Dolch in meinem Gewand, ohne zu wissen, was wirklich abgesprochen worden war. Und der Steinmetz, dieser verkleidete Riese... Sein Name war Rimfur. Er lächelte mich nur an und, wie du sagtest, flüsterte mir etwas ins Ohr. Das kann warten. Sei auf der Hut. Danke. Eine Entscheidung getroffen? Liegt gut an. Schon langsam langweilig. Familienwappen, die nehme ich. Irgendjemand muss sie schützen, auch wenn die Warnen nicht wollen. Ach, bin ich hier der Depp vom Dienst oder was? Lunda. Gut, an die Arbeit. Hier. Oh, schön. Vielen, vielen Dank. Helka will diese Kugel schon den Prinzen Winter zurückhaben. Ist ihr Lieblingsspielzeug. Was? Gut, dass du so vorsichtig warst, Bruder. Sei still. Er hat recht, Mimir. Zeig Respekt. Das Quietsche-Ding hätte unser aller Tod sein können. Und das war es auch fast. Lach nicht. Das fällt mir schwer, Bruder. Versuch's. Schon gut. Schon gut. Dieses Wappen, es gehört mir. Gerne, hab geöffnet. Kauf ich
und verkaufe sie für ein Vermögen, sobald die Warnen sie zurückhaben wollen. Also gut. Sollen wir das Vorgehen besprechen, bevor du den Jungen wieder siehst? Er wird mir sagen, wo er war. Das ist mein Vorgehen. Ah, die klassische Sparta-Diplomatie. Moment. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen und dann ist er 2 Tage lang verschwunden? Genau. Aber der Junge weiß es doch sicher besser als... Unterschätze nicht die Überzeugungskraft von Odin. Er setzte meinem Sohn Lügen in den Kopf. Warum sollte er das bei deinem nicht auch versuchen? Du sagst diesem einäugigen Nussfetischisten, dass er mir was schuldet. Leck mich jetzt und in alle Ewigkeit. Na sieh mal an. Schön, dass du es einrichten konntest, Göttlichkeit. Ich habe den Bogen des Kleinen mit deiner Siegelmagie belegt. Aber dann hatten er und Sindri über irgendwas Streit. Atreus. Na dann komm mal. Hey, Tyr! Wach auf, du hast Besuch. Warum machst du es dir nicht einfach in Sindris sogenanntem Arbeitszimmer gemütlich, da drüben? Du solltest ihm mal den Kopf waschen. Und zwar gründlich. Du bist zurück. Wirst du mir jetzt antworten? Wegen was? Wo bist du gewesen? Wen hast du getroffen? Was, Odin? Was? Glaubst du das wirklich? Leugnest du es? Antworte! Warst du in Asgard? Nein! Natürlich nicht! Aber was wäre, wenn? Es ist meine Zukunft, mein Leben! Du bist mein Sohn! Dann vertrau mir doch einfach! Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit! Die Wahrheit ist, du bist ein totales Arschloch! Junge, so wirst du niemanden umstimmen! Er hat kein Vertrauen in mich! Er darf Geheimnisse haben, Mutter genauso! Das ist was anderes! Ihre Geheimnisse erschweren jeden Schritt. Oh, ach so. An sie glaubst du also auch nicht mehr. Es geht nicht um deine Mutter. Du hast mich angelogen. Wo ich das wohl gelernt habe. Jetzt reicht es aber. Seit wann bist du auf seiner Seite? Seit er von euch der Vernünftigere ist. Hör zu. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es ist für einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Toll. Dann sind offenbar alle gegen mich. Du musst entscheiden, zu wem du werden willst. Wirst du weiterhin lügen und mir Dinge vorenthalten? Oder bist du mein Sohn? Entscheiden? Ich darf nie entscheiden. Lass mich in Ruhe. Hör zu. Lass mich los! Hör zu. Lass mich los! Was bei allen? Atreus! Ich bin's! Bewahre die Kontrolle!
Eiseskälte! Haufenweise Hehlläufer! Ich bin in Midgard! Macht nur weiter! Das hilft nur, mich warm zu halten! Die Radrau! Die Dinger! Wann wurde es hier so schlimm? Ihr trautes Heim! Ich brauche einen Unterschlupf. Wenigstens will mich nicht alles hier töten. Ich muss mich aufwärmen. Dann überlege ich, wo ich hingehe. Nicht gut aus. Was ist das denn? Eine Art Geist? Kaulva! Was willst du von mir? Wollt ihr mir etwas sagen? Erst denkt er, ich war in Asgard, dann, dass ich lüge. Ich will dir doch nur das Leben retten, du Sturkopf! Stumpf! Ich muss aus der Kälte raus.